Wir sind gegen die Verschleierung im öffentlichen Raum, weil wir sagen, eine Vermummung geht nicht in Ordnung, egal wie sie motiviert ist, religiös oder modisch oder was auch immer. Es ist für die Sicherheit wichtig zu erkennen, wer wo unterwegs ist, gerade auch wenn Straftaten verübt werden. Und vor allem auch sehen wir die Burka als Ausdruck einer religiösen Unterdrückung der Frau an. Und das ist eine ganz, ganz krasse Unterdrückung. Der Islam, der letztendlich darauf pocht, dass die Frauen sich dem Mann unterordnen, dass sie ihr Gesicht verhüllen und verschleiern vor Gott, weil sie irgendwie minderwertig seien, der passt nicht zu unserer Werteordnung. Und deswegen können wir eine Verschleierung im öffentlichen Raum nicht gutheißen.